Hallo und herzlich willkommen zur neuen Wochenvorschau. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß damit. Ja, auch diese Woche startet wieder mit einem Schreibtagebuch und auch dieses ist nicht gerade kurz geworden. Ich sag mal so. Das letzte Schreibtagebuch war ja wirklich, wirklich, wirklich lang. Das war das längste, glaube ich, was jemals war, keine Ahnung. Da ich im Moment ja wirklich so viel zu berichten habe, richtig viel zu berichten habe, habe ich mir überlegt, dass es teilweise jede Woche ein Schreibtagebuch geben wird. Am Dienstag seht ihr meine Leseliste für Februar 2019. Und ich war mit dem Lesewichteln etwas im Hintertreffen. Das heißt, ich musste heute, bevor ich dieses Video jetzt gestartet habe und drehe, musste ich noch schnell auf allen anderen Plattformen Lesewichteln starten. Und das dann auch nur für maximal, für mindestens eine Stunde. Ja, also maximal, glaube ich, 2,5 Stunden, die es gelaufen ist. Ach, ja, wenn man es vergisst. Mal sehen, ob ihr am Mittwoch genauso viel Spaß habt wie ich beim Schneiden mit den Outtakes von Januar 2019. Ist alles gut, mir geht's gut, ist alles toll, wir hören Montag. Tschüss! Ich will am Wochenende meine Ruhe haben, sagt die, die dann wahrscheinlich wieder 500 Insta-Stories dreht. Zum Ablenken. Gott, wie sieht das denn aus? Scheiße. Irgendwie komisch. Das stimmt was nicht. Wo ist mein Hals geblieben? Pünktlich Anfang Februar gibt es diesmal die Neuzugänge für Januar 2019. Super on time. Absolut. Hoffentlich schaffen wir es dieses Jahr komplett. Und an heißen Monaten werde ich es alleine machen. An ganz heißen Monaten. An ganz heißen. Oder wir treffen uns ganz früh. Um 6, wo ich arbeite. Achso, ist ja sowieso am Samstag oder sowas. Kriegen wir schon hin, machen wir alles. Es könnte ja auch mal Daniel mich wieder vertreten. Der hat ja wieder keine Lust. Ja, das... Also... Im nächsten Vlog geht so ein bisschen was daneben. Und ja, seht selbst. Jetzt ist es passiert. Wenn der Salat nachher ein bisschen komisch schmecken sollte. Ich meine, ich habe es noch glücklicherweise gemerkt, bevor ich den Löffel komplett umgeworfen habe. Aber wenn der Salat nachher, nicht morgen, das komisch schmecken sollte. Und am Samstag gibt es auch direkt den Lesemonat für Januar 2019. Genau. Pünktlich auf die Minute. Ja, nicht so viel geworden, wie ich wollte. Ich wollte auch noch ein Buch zu Ende lesen, das habe ich nicht mehr geschafft. Also im Endeffekt, aber es ist ein Welt dabei. Und schon ist die Wochenvorschau auch wieder vorbei und ich wünsche euch wie jeden Sonntag einen schönen Start in die neue Woche. Bis bald. Bye, bye.